Celeste Herbert hatte alles. Ich habe so vielen Menschen zu danken. Ich hasse sie abgrundtief. Schönheit, Ruhm, Liebe. Das ist ein Schnitt. Aber ihr Leben... Das nächste Mal könntest du wenigstens eine Badehose anziehen. Wurde eine einzige schäumende Seifenoper. Jeden Tag gibt es irgendwelche Intrigen gegen mich. Da ist die gierige Schauspielerin. Ich kann nicht mein Leben lang die Krankenschwester spielen. Ich bin lieb. Ich bin zärtlich. Ich bin ein Opfer. Der sexhungrige Produzent. Du willst doch mit mir schlafen, nicht? Ganz wild und brutal. Dann weißt du, was du zu tun hast. Ich soll einen Penner ermordet haben? Ihr seid doch nicht ganz dicht. Die ausgebrannte Autorin. Ich sage, Maggie ist nach Tibet gefahren, den Dalai Lama besuchen. Das ist eine spirituelle Kiste. Ich denke, der Dalai Lama wohnt jetzt in L.A. Dann ist es eben ein anderer Lama. Was soll's, Fernando Lama? Komm schon. Und der begnadetste Schauspieler aller Zeiten. Rod Randall ist aus Wien zurück? Dann wurde er eben nicht getötet, sondern nur verstümmelt. Der Kerl wurde enthauptet. Und sein Kopf eingefroren. Wie soll ich für jemanden Texte schreiben, der kopflos ist? Okay, dann lassen wir uns was einfallen. Ist doch ganz simpel. Und wer spielt ihn? Celeste. Ich hätte sie vielleicht doch vorher informieren sollen. Das ist alles sehr schwer für mich. Sowohl im Leben als auch in der Serie. Für mich war es auch schwer vor 20 Jahren, als du mich nicht mal von einem Stück trocken Brot hast abbeißen lassen. Endlich ein Drama. Hilf mir! Soll das ein Scherz sein? Du bist immer noch verrückt. Na klar bin ich verrückt, weil Amerikas Liebling bei Nacht und Nebel die Dachrinne zu mir raufgeklettert kommt. Es ist eine Geschichte voller Eifersucht. Wenn ich dir wehgetan habe, tut es mir leid. Ich war damals sehr jung. Jetzt nicht mehr, Baby. Begierde. Zum Verschlingen. Mit einem Löffel. Und menschlicher Verstrickung. Ich erwarte ein Kind von ihm. Wenn das so weitergeht, wird das hier zu einer griechischen Tragödie. Wo ein Nervenzusammenbruch? Nein! Ich habe nicht mit dir geschlafen. Warum? Glaubt mir denn niemand, warum nicht? Nein! Zur Tagesordnung gehört... Das ist eine Du bist Schuss. Verrückt! Du hast sie nicht mehr alle! So noch fällt mir nicht so eine Story. Sally Field. Sie wissen anscheinend nicht, wie schwierig diese Operation ist. Denn sie haben kein Gehirn mehr, wenn sie beendet ist. Ich will mein Gehirn nicht mehr haben, es ist nutzlos. Nehmen Sie das Ding! Schon raus. Kevin Klein. Versuch du mal, vor einem Haufen Pizzafressen alter Ärsche Willy Loman zu spielen. Die schmatzen, schlürfen, rülpsen und spucken irgendwelche Sachen aus. Whoopi Goldberg. Ich dachte, du würdest mir was vorspielen, aber dazu reicht dein Talent nicht. Und Robert Downey Jr. Ich glaube, ich sollte die Beziehung zu ihr nochmal überdenken. In Lieblingsfeinde. Da ist eine Krankenschwester. Restaurant, seid ihr total ausgeflippt? Lieblingsfeinde, eine Seifenoper, die sich gewaschen hat.